Herzlich willkommen zum Gottesdienst für Groß und Klein. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr habt sicher schon längst erraten, worum es heute geht. Man sieht sie hier ja überall. Heute soll es um Engel gehen. Und so stand es auch im Gemeindebrief. Es geht um Engel oder der Knoten im Taschentuch. Manche Leute machen sich einen Knoten im Taschentuch, wenn sie etwas Wichtiges nicht vergessen wollen. Wenn man dann das Taschentuch wieder aus der Tasche holt, Knoten drin. Ach, da war doch was ganz Wichtiges. Meine Kinder schreiben sich einfach mit dem Füller die wichtigen Sachen auf die Hand und vergessen es dann nicht. Aber ein Knoten im Taschentuch kann auch hilfreich sein. Was es damit auf sich hat und was ein Knoten im Taschentuch mit den Engeln zu tun hat, das sollt ihr heute erfahren. Der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Guter Gott, wir feiern heute Gottesdienst zu Hause, nicht wie gewohnt in der Kirche. Wir bitten dich, sei du bei uns, wo immer wir sind, jetzt während des Gottesdienstes und alle Zeit. Viele Menschen machen sich Sorgen um Corona, um ihre Angehörigen, die krank sind, um ihre Arbeitsstelle. Darüber vergessen wir dich. Herr, erbarme dich unser. Denn du hast deinen Engeln befohlen, dass sie uns behüten, dass sie uns auf den Händen tragen und unser Fuß nicht an einen Stein stoße. Amen. Engel, die einen behüten, die einen schützen und davor bewahren, dass man sich an einen Stein stößt, wer träumt nicht davon? So einen Engel hätte ich auch gern. Oh ja, das wäre schon was. Gab es da nicht irgendwie mal eine Geschichte? Irgendwas mit E? Ich weiß, du meinst eben ja. Wenn du willst, erzähle ich dir von ihm. Oh ja, gerne. Wer war das denn nochmal? Elia war ein Prophet. Lange ist das her. Mehrere tausend Jahre, dass Elia das letzte Mal sein Amt ausgeführt hat. Als Prophet ist er ein Bote Gottes. Er verkündet, was Gott von den Menschen will. Und er hat gekämpft gegen Ungerechtigkeit. Er wollte nicht, dass die Armen unterdrückt werden. Er wollte auch vor allem nicht, dass die Leute anderen Göttern als Gott selber dienen. Und wie das so ist, wenn man gegen Ungerechtigkeit kämpft, dann kommt es zurück. Die Königin, die fand das nicht gut. Die hätte am liebsten Elia einen Kopf kürzer gemacht. Und was macht Elia? Der nimmt die Beine in die Hand und rennt weg. Er läuft weg, er flieht vor der Königin und läuft und läuft. Und schließlich ist er müde. So müde, dass er am liebsten sterben will. Er sagt, nee, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und Elia legt sich zum Schlafen. Und während er schläft, da kommt auf einmal ein Engel zu ihm und sagt, Elia, wach auf, steh auf und iss und trink. Und Elia wacht auf und sieht zu seinem Kopf Brot und Wasser liegen. Und er isst und trinkt.
Oh, das ist ja schön, da musste er nicht verhungern und nicht verdursten. Ja, er kommt langsam wieder zu Kräften, Elia schläft noch einmal ein. Und wieder kommt der Engel und rüttelt ihn wach und sagt, Elia, steh auf, iss und trink, du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia findet wieder Brot und Wasser, isst und trinkt und macht sich auf seinen Weg. Boah, da hat der Engel ihm ja echt das Leben gerettet. Ja, das hat der Engel. Und er hat ihn nicht nur seinen Körper sozusagen geschützt, dass er stark und kräftig bleibt, er hat ihn auch wieder zurück auf seinen Weg gebracht. Er hat ihm gezeigt, was Gott von ihm will und hat ihn begleitet auf seinem Weg, den Gott von ihm erwartet hat. Ein wahrer Engel, der ihm da geholfen hat und ihn sogar auf den Weg zurück zu Gott gebracht hat. Eine tolle Geschichte. Jetzt wollen wir miteinander etwas basteln. Dafür braucht ihr zwei Papiertaschentücher und ein Stück Schnur oder ein Gummiband, was ihr zu Hause habt. Am besten drückt ihr einmal kurz die Pause-Taste, holt euch Taschentücher und Gummiband oder einen Wollfaden und dann geht's weiter. Ah, ihr habt alles gefunden, das ist gut. Also, euer erstes Taschentuch kriegt so eine Art Knoten. Ihr knüttelt es einfach ordentlich. Und das zweite kommt da drumherum. Und schon sieht man hier den Kopf unseres Engels wachsen. Dann das Band um den Kopf geschlungen. Ein bisschen zuziehen.
Und nun kommen noch die Flügel. Ihr sortiert es ein bisschen. Links ein Flügel, rechts ein Flügel. Und der kleine Engel ist fertig. Euer Knoten im Taschentuch. Du kannst deinen Engel jetzt einfach in die Hosentasche stecken. Und immer wenn du was aus der Hosentasche rausholst oder wieder reintust, erinnert dich der Engel, da war doch was, etwas Wichtiges, das ich nicht vergessen will. Du weißt, Gott hat versprochen, er wird seinen Engel zu dir schicken und er wird dich behüten, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Er will dich behüten, dass es dir gut geht und dich zurück zu Gott führen. Daran soll dich dein Knoten, dein Engelknoten, erinnern. Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht schreien. Oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel. Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel. Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand, oder er wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel. Den Hungernden hat er Brot gebracht, der Engel. Den Kranken hat er das Bett gemacht, und er hört, wenn du ihn rufst in der Nacht, der Engel. Er steht im Weg und er sagt Nein, der Engel. Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein. Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Ich möchte mit euch Fürbitte halten. Herr, wir bitten dich für unsere Familie. Gib ihnen Mut und Kraft, weiter durchzuhalten und die Corona-Regeln zu befolgen. Es fällt uns immer schwerer, das zu tun. Unsere Sehnsucht nach Normalität ist so groß. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten dich für die Kranken und die Menschen, die einsam sind. Sei bei ihnen und halte ihre Hand, wenn wir es nicht dürfen, weil wir sie nicht anstecken wollen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten dich, schicke einen Engel zu jedem von uns. Behüte uns an Tag und in der Nacht und leite uns auf deinem Weg. Zusammen beten wir das Vaterunser, so wie Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir singen das Lied, segne uns mit der Weite des Himmels.